Die Landeshauptstadt Saarbrücken fräst ab diesem Mittwoch die Beschichtung des Gehwegs zur Westspannbrücke in Richtung St. Johanner Straße auf Höhe der Bundesbankfiliale ab. Die Fräsarbeiten auf einer Länge von 150 Metern sind notwendig geworden, weil sich die Beschichtung ablöst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitagabend und kosten rund 16.000 Euro. Der Gehweg ist während der Arbeiten für den Fußgänger- und Radverkehr vom Treppenabgang bis zum Bürgerpark und zur St. Johanner Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Für den Autoverkehr ist ein Fahrstreifen in Richtung St. Johanner Straße gesperrt.